Homöopathie ist die beste Narbenmittel, alte Narben, verzeihen zu können, vergessen zu können. Alle diese Dinge, die Lebensmeer, diese Meer besser schwimmen zu können, sagen, ich kann schaffen, ich schaffe es. Negativ, positiv wird. Gedanken drehen sich. Es ist nun mehr so schwer. Ich kann noch weiter wachsen. Ich kann alle Dinge erledigen. Mensch spiritueller wird. Vielleicht haben Sie ein bisschen Misstrauen darüber. Aber warum soll ich mit Ihnen so reden, was Homöopathie machen kann? Ich bin, sehen Sie nicht, wie begeistert bin ich mit Homöopathie? Und natürlich, wenn ich so viel singe von Homöopathie, das kommt von meiner Seele, das kommt von meinen Poren. Ich habe solche Erlebnisse manchmal schockiert von den Reaktionen von Leuten nach den Mitteln. Oh mein Gott, das habe ich nicht erwartet, mindestens nicht so schnell. Die größte Geschenk von Gott. Geschenk, das es uns Hahnemann gegeben hat. Und mein Liebe zum Hahnemann ist nicht wie je ein Freundschaft oder Lehrer oder irgendetwas, Kitsch oder Artikel gelesen. Direkte Verbindung zu ihm kann man haben, aufbauen. Kann man spüren, was er gespürt hat damals. Und so eine liebevolle Therapiemethode zum Geben und sagen, diese paar Kügelchen nehmen und es wird ihre Seele bewegen, befreien. Es ist, Sie sehen, wie eine große Vogel in einem kleinen Käfig. Nach den Mitteln schauen Sie, wie es Platz macht. Solche Ausdrücke von Hunderte, Tausende von Leuten, das man behandelt über so viele Jahre. Es ist unglaublich. Nordwandeiger ist sicher steil, aber lebens diese. Es ist nicht einfach. Da gibt zwei Menschen, da gibt zwei verschiedenes Blabla. Zu verstehen, erste Linie zu verstehen. Unser Problem ist, wir hören zu, wir verstehen gar nicht und wir reagieren bombastisch. Die Zwischenreflex ist verloren gegangen, die Verstandreflex. Liebe, Verhältnis, Wärme und eine Verbindung, dass ich die respektiere. Diese Dinge sollte man machen. Toleranz ist, was Individualität braucht. Natur hat alles individuell geschafft. Oder? Alles. Und Individuellen zu akzeptieren, braucht man Großzügigkeit. So, Beziehung aufbauen mit Vertrauen an jemanden, Vertrauen an sich, Geduld, Zeit nehmen, Zeit geben. Studieren jemand bedeutet, wir geben Zeit, anderen zu studieren. Erst ein paar Wochen, paar Monaten sind so farbig. Ich hoffe, dass Sie nicht vergessen haben, oder? Es war so romantisch, oder? Man kann kaum schlafen. Wenn rufe ich an, sie ruft mich an, aber wenn, Zeit geht plötzlich sehr langsam, oder? Aber das kann man immer noch weiter strecken. Das braucht nur Bewusstsein. Bewusstsein. Auto schicke ich für Service,
nach 15.000 Kilometern. Ich gehe selber für Service jedes Jahr zu Frauenarzt. Abstrich machen und höre, dass Krebs ist im Aufbau, ja. Das kommt, noch nicht so schlecht, aber es ist okay. Ich bin sarkastisch, gell, ja. Diese ganzen Dinge, was wir machen, wir können diese Dinge länger behalten. Wir können uns, unsere Liebe, Beziehung noch mehrere Jahre, viele Jahre, fast bis 90 Jahre alt, frisch und jung behalten. Frage ist, gebe ich dran ein bisschen Achtung, mache ich ein bisschen konzentriert? Ältere Romantiker haben Sie gesehen? Mit 85, 90 Jahre alt, Romanz in den Augen. Nicht die schleimige Romanz. Nicht die dirty old man. Aber wichtig, Sie sehen so spirituell aus. Denn es ist eine Großmama, ein Großpapi. Aber so viel Liebe strahlt. Das ist, diese Dinge sind möglich, aber bewusst mache. Bewusst macht man alles. Treppe hinauf, hey, pass auf, bewusst. Das nicht, aber Gott. Leben ist die höchste Treppe zum Steigen. Wissen Sie? Lebensdiplomatie braucht 24 Stunden, 24 Stunden. Wach. Auch im Schlaf brauchen Sie wach zu sein. Warum? Frau hat Buchkolik plötzlich. Man ist müde von 8 Stunden Arbeit am Tag, Treuhänder. Er hat so etwas gehört, ob es läuft. Jemand weint, schreit. Er dreht sich linke Seite, wo er gar nicht gerne hat zum Liegen. Aber jetzt dreht er linke Seite. Und schnarchelt. Im Schlaf braucht man auch ein bisschen aufmerksam bleiben. Diese Dinge werden dann später, bis später im Alter, registriert. Und sagt man, damals bin ich fast gestorben, mit einem Darmverschluss. Du hast die linke Seite gedreht und schnarchelt weich. Respekt. Respekt. Beide suchen eigenen Identität zu finden. Beide. Beide suchen einander kennenlernen. Beide suchen, was sind die Vorteile, Nachteile, mit diesen Menschen zu leben. Einer ist sehr skeptisch. Er ist 6 Jahre mit der Dame zusammen. Er hat immer noch Angst, weil sie will lieber mit ihm zusammenziehen im Wohnung. Er hat Panik davon. Jedes Mal er hört, dass sie das fragen will. Sogar spürt, dass sie fragen will. Er hat ein bisschen Herzklopfen. Diese Dinge, Homöopathie kann es helfen hier. Menschen fangen an, sich zu vertrauen, sich. Es ist nicht ein Mittel, wie eine Hypnose, dass er nimmt und sagt, Frau, sagt, öffne deinen Mund, jetzt verliebst du mich, oder? Nein, nein. Das wäre ein Missbrauch von einer Therapie. Mensch vertraut sich, er vertraut gemeinsam leben auch. Es sollte nicht die Macht in den Macht stehen, von einer Person zu entscheiden für die andere. Ich denke, es sollte eine gleichmäßig, gleichwertige Stufe und Respekt und Liebe für beiden geben. Keiner sollte sagen können, das magst du jetzt nicht und das ist nicht erlaubt und die andere Seite auch. Damit wir helfen einander gar nicht. Aber natürlich, wenn jemand in eine falsche Richtung geht, dann sollte man gesprochen werden, oder? Das ist Freundschaften.
Langsam geht Mann oder Frau im Drogen und die andere sagt, ja, das wäre nicht Lacht. Das wäre auch keine Freundschaft. Aber allgemein freilassen, wachsen lassen, Vertrauen entwickeln an sich, dass die anderen vertrauen können. Wie in Englisch sagt man, leave the bird free. If it comes back, good. If it doesn't come back, it never belonged to you. So schön. Hm? Lass du ein Vögel frei, wenn es zurückkommt. Wenn es nicht zurückkommt, es war nicht deine. Wenn es zurückkommt, gut. Nicht kommt, es war nicht deine. So, dieser Besitz bei Menschen ist die höchste Schwäche, die wir haben. Das verursacht so viele Probleme. Dann sieht man diesen Besitz später mit Kindern. Mama ist 24, sogar 25 Stunden am Tag beschäftigt nur mit Kind. Das ist uns nicht erlaubt von Gott. Das haben wir gerutscht, da machen wir Fehler. Diese Kleinen würden wegfliegen. Sie gehören nicht uns. Sie kommen durch uns, aber nicht von uns. Das ist ein Unterschied. Und wenn wir das besitzen, wie viele Krankheiten, das ich kenne, dass wir eingekauft haben. Wir gehen diese Schwierigkeiten einkaufen und sagen, oh mein Sohn, mein Sohn. Sohn sollte am eigenen Beinen selber stehen. Er ist groß genug. Wenn er Hilfe braucht, ich bin da. Aber ich leide nicht mit ihm. Das ist seine Lehre. Tochter auch. Wie eine Mama und Papa. Ich bin da, hinter dir. Ich bin integriert in deinem Aura. Aber ich will dir nicht helfen. Du solltest selber die Techniken von Leben lernen. Ganz fair. Entweder sind wir zu Papi oder sind wir zu Rücken. Hm? Possess, behalten, besitzen ist unsere Schwäche. Es ist die größte Schwäche in unserem Naturell, besitzen. Sollte man auch definieren können, was ist Liebe? Ich liebe dich, ich gebe dich. Ich verlange von dich nicht. Liebe ist, ich liebe dich. So, sagst du mir jetzt, du liebst mich auch, oder? Sonst bleibe ich stehen hier. Ich bin so verletzt. Ich habe mindestens 200 Mal Zeit, ich liebe dich. Warum sind Sie verletzt? Sie hat nicht ein einzige Mal Zeit, ich auch. Das ist eine Walt Disney Comic. Das ist eine Witze von Liebe. That's McDonald's Liebe. Hamburger Liebe. Das ist keine Liebe. Liebe heißt, ich liebe dich. Das ist eine Kitsch-Definition von Liebe, was wir gemacht haben. Du liebst mich auch? Ja, ich auch. Wow. Beide verrückt. Besitz ist gefährlich. Besitz macht uns schwer. Besitz macht uns Schmerzen. Besitz gibt uns. Neidisch macht es. Schwer macht es. Und es macht uns krank. Ganzes Leben Meditation, wenn Sie irgendwo etwas für sich machen wollen. Was sagt man? Erster Satz. Loslassen. Was ist loslassen? Nicht nur Ihre Bankkonto im Liechtenstein, das sowieso. Sondern sogenannte Frau oder Frauen, Kind oder Kinder, Hund oder Hunde, alle sollten Sie sagen, ich vertraue Sie, bleiben Sie mit mir, wir lieben einander, wir leben miteinander. Aber einfach im Sack. Oder umgekehrt, sie will ihn so. Das ist geschmackloses Leben.
Das ist am Wasser, nicht ins Wasser. Lotus. Sie sehen die Esai-Symbol Lotus, oder? Das Symbol Hani gemalt. Ja, das von mir. Ja, ja. Im Listal Hani gemacht. Ich habe lange, lange, wochenlang gedacht, was sollte es? Similia, zwei Schlangen. Und ein Lotus. Es schwebt am Wasser, es geht nicht im Wasser. Und wir müssen so sein. Unsere Reise ist so zu werden. Weise zu werden. Verbessern zu können. Natur ist immer noch größer als Winterthur, oder? Ha, ha, ha.